Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Hallo! Und gehen wir jetzt erst nach links oder nach rechts? Wir sind schon nach links gelaufen. Naja, man weiß nie, wo man denn so rauskommt. Ich glaube, was ist das für eine Tür? Lass die Tür untersuchen. Okay, wir untersuchen die Tür nicht. Nee, oh Gott. Yeah! Wow, ein schauriger Siggi. Gibt's den Battles oder nicht? Nein, ich glaube nicht. Ich nicht? Gibt's ja echt keine Battles. Ein Battle zwischen den Häusern wäre cool gewesen. Ja, schon, ne? Gibt's ja nur so sinnlose Kisten. Ja. Echt? Wow, Kisten! Oh, Kisten sind ja so cool. Ja, okay, komm, wir gehen einfach durch die Mitte durch, oder? Ja. Ah, das ist eine Röhre. Ja, wow, wo bringt ihr mich hin zu der Banner-Kiste? Jetzt. Okay. Wow. Danke. Wieso kann ich. Ach, das wäre jetzt cool, wenn ich das Tor aufmachen könnte. Ja. Aber das geht ja nicht, weil die Overworld hier ist. Ne? Wunderschön. Sie ist halt da. So, ich gehe jetzt nicht nach rechts, habe ich keine Lust drauf. Ich habe Lust, ein paar Rabbit-Schädel einzutrümmern. Du siehst doch genauso, oder? Rabbit-Schädel eintrümmern. Wir müssen bestimmt hier irgendwelche Rätsel erst lösen. Ich mag keine Rätsel. Welt 2. Ich weiß, dass da hinten noch was war. Aber das habe ich jetzt ignoriert. Ich habe ja schon mal gesagt, da hatte, glaube ich, noch keiner drauf geantwortet. Ich habe mal gefragt, ob wir denn in einem Livestream mal die restlichen Overworld-Sachen machen wollen. Oder ob ich das aufnehmen soll am Ende. Oder was weiß ich nicht. Und da können wir das dann halt auch komplettieren. Rabbit müsst ihr mal sagen. Was denkst du denn dazu? Nö, ich find's uninteressant. Ganz uninteressant. Auch nicht streamen mal. Nö, ich find's komplett uninteressant. Okay. Was ist das für ein Vieh? Es ist ein Ghost. Ein Gookie-Boo. Teleport-Terror. Gookie-Boo. Teleport-Terror. Er heißt Gookie-Boo. Ja, Teleport-Terror. Na, er hat das ist doch voll der süße Name. Gookie-Boo! Besieg alle Gookie-Boos! Das sind viele Gookie-Boos, ne? Mhm. Oh. Meine Sensoren sagen mir, dass diese Gegner Meister im Fernangriff und Teleportieren sind. Sie können sich hinter uns teleportieren, angreifen, wieder verschwinden, bevor wir überhaupt reagieren können. Ja, das ist nun mal bei rundenbasierten Spielen so. Ist das nicht unfair? Und hütet euch auch vor ihren Verführungskünsten. Gookie-Boo locken euch ins Verderben, wie sie reden den Seemann. Was sollen die denn noch alles können, Alter? Was hat er da? Bewegungsradius 15 Felder. Magnetanz lockt Gegner an. Vampir. Aha. Ein paar Siggis? Hauptsächlich sind das die, ne? Wie spielen wir das denn jetzt? Wir können hier hoch. Dann haben wir schon mal das ne? Den Vorteil. Wenn wir in diese... Nee, das reicht nicht von der Bewegung, ne? Hier hoch, den dashen, hier runter und alle wegballern. Das wäre super. Was? Habe ich gedrückt? Komm, wir kämpfen jetzt. Bevor wir uns verdrücken. Hier war der Schick. Erstmal Yoshi hoch. Vielleicht kann Mario dann noch einen Jump machen, ne? Oder? Die Rakete taugt auch nichts, oder? Wir nehmen die 50%, oder? Ja. Siehst du, hat sich sogar gelohnt. Aber ohne Vampir. Ja, ohne Vampir. Kann man überhaupt einen Vampir vampiren? Stimmt. Der Mist. Jump reicht halt nicht. Kannst du ihn da unten jumpen? Nee, ne? Na, das geht nicht. So, dann oben steht noch einer, ne? Ja, und die locken doch irgendwie an. Ja. Oh, Mario! Ja, Peachy kann einen Haiesprung auf ihn machen. Wow. Aber sie kann ihn weg. Ja, hallo? Hallo? Danke!
Ja, ich spiele gerade mit Joy-Cons. Und zwar einzeln. Auch schon ewig nicht mehr gemacht. Nee, ich habe gerade den Pro-Controller nur verlegt. Deswegen. Aber sie heilt die dann doch, oder? Als ob sie die Gegner heilt. Sie heilt die Gegner. Als ob sie die Gegner heilt. Siehst du, plus 20 für sie. Und jetzt. Budu, budu, boom. Der war doch gut, oder? Der Schuss. Der rennt halt immer noch. Er ist halt eh tot, ne? Braucht gar nicht mehr rennen. Boah, hat viele Münzen gegeben. Ich glaube, das ist Heldenschuss. So, dann gucken wir mal, was die Gegner so für uns... Die Cookie-Boos so machen. Die Cookie-Boos. Das ist aber nur ein Siggy hier. Peach macht einen Helden... Wow. Hat er direkt aus dem Spiel genommen. Das geht. Das ging ja mal relativ fix. Sehr, sehr schön. So schnell haben wir noch nie einen Gegner aus dem Spiel genommen, ne? Ja. Oh. Ach, die laufen jetzt einfach aus der Deckung raus, oder was? Ja. Oh nein. Aus der Deckung raus. Okay, das ist lächerlich. Dass die uns aus der Deckung ziehen können und dann teleportieren, das ist lächerlich. Wenn sie jetzt eins von beiden können, ist in Ordnung. Aber beides ist ein bisschen lächerlich, oder? Ja. Das war jetzt nicht so der Hammer-Teleport. Nee. Nee, nicht, ne? Aber die hauen richtig rein, ne? Mhm. Ich glaube, wir sollten den da oben... Nee, ist jetzt nicht mehr oben, also... Okay. Wir können halt keinen dashen damit. Aber wir können uns hier die obere Position schnappen. Ja. Dann haben wir 100% auf den. Perfekt. Das machen wir. Heldenschuss. Mann! Naja, so. Achso, wir haben nur mit der 100%. Egal, dann bazookern wir ihn einmal weg. Boom. Muss ja auch mal sein, ne? So. Und jetzt probieren wir... Wieso kann ich jetzt auf... Ey, das kapiere ich nicht. Das kapiere ich jetzt wirklich nicht. Aber gut. Kann er auf Yosh einen... Ja, und dann... Vielleicht nur weil das besser? Höher ist, macht das ja, siehst du, das macht ja nichts. Aber es sieht halt cooler aus. Ne? Okay, machen wir das. So. Haben wir jetzt was zu erreichen? Ja, wir haben Yosh geheilt, oder? Nein. So, jetzt können wir gar nichts machen. Doch den, 50. Dann machen wir mal die 50. Trifft natürlich nicht. Warum auch? So, was macht Peach? Peach wirft einfach so eine kleine Ente, oder? Ja. Auf ihn. Die sind wichtiger wegzukriegen. Ja, okay. Das Problem ist, das Feuer bringt bei ihm halt nichts, wenn er jetzt aus der Deckung raus ist, ne? Weil. Ja. Teleportiert halt eher. Bewegen brauchen wir sie eigentlich nicht, ne? Nö, die gehen halt gleich eh wieder aus ihrer Deckung raus. Ja. Warum nimmt er eigentlich den zuerst, der Computer? Das ist ja voll doof. Ja. Dookie Boo! Das ist ja lächerlich. Warum hat er nicht auf Peachy geschossen? Also diese Gookie-Boos, die sind schon heftige Gegner, ne? Mhm. Ich meine, die haben ein Fähigkeiten-Set, das haut schon richtig rein. Ich meine, wenn du einen hättest oder so, das wäre ja schon viel. Ich meine, einer, der dich rauslockt und teleportieren kann, ne? Das ist schon... Ja. Sag ich, ist das schon ziemlich hart. Jetzt haben sie halt dumm gespielt, weil sie kann ihn dashen und sie Mario kann ihn viel besser noch dashen. Ja, pass auf, sie kann ihn jetzt... aus dem Spiel nehmen. Oh. Ja, sie nimmt ihn jetzt schön aus dem Spiel. Boom, du Gookie-Boo. Ich dachte, Peach könnte sich heilen. Irgendwie habe ich das immer im Kopf. Nee, sie kann halt diesen Heilsprung, ne? Was taugt das jetzt gar nichts, ne? Kann er auf Peachy einen Job... Nee, kann Peachy gar nicht erreichen. Kann er auf... Doch. Genau. Er kann so, so Peach nicht erreichen. Gut gemacht, ne? Mhm. Jetzt hat er auf den aber nur 15%. Komm, die 50% Chance nehmen wir, oder? Na gut. Flup. Flup. Und dann gucken wir mal, ob das... Irgendwie haben wir gerade kein Glück. Ja. So, er kann leider niemanden dashen. Mhm. Und Reichweite ist damit auch nicht genug.
Dann müssen wir ihn irgendwie an die Front stellen, dass er mindestens ein bisschen schießen kann, oder? Ja. 100% von hier. Dann los geht's. Steht halt voll im Offenen, ne? Und wird halt jetzt vernichtet. Na, er wird schon nicht getötet. Hoffen wir, dass er jetzt Vampir kriegt. Nein, kriegt er nicht. Ah, gucken wir mal, was die Gookie-Boos wieder für uns rein. Okay, so, die werden jetzt. Sigi. Die werden Yosha zum Spiel nehmen. Der wird jetzt sauber rausgenommen. Sehr, sehr schön. Die werden wieder nur ein Okay kriegen, ne? Ah. In Welt 3 läuft es bis jetzt noch nicht ganz so gut für uns, ne? Wir sind auch knappe Matches. Also dieses Teleportieren ist halt auch richtig albern. Mhm. Weißt du, jetzt, wo weil wir... Weil jetzt kann Mario einen Stampfsprung machen, oder? Ja, aber weißt du, das ist halt nervig. Jetzt, wo wir halt... Jetzt, wo sie halt in Reichweite zum Vernichten sind, kann er gleich. Ist Yosh weg, ne? Ja. Ja, sie kann ihn aus dem Spiel nehmen, oder? Nee, ihr Dash ist nicht stark genug. Nee, aber mit Mario zusammen. Kann Mario eigentlich einen Dash und einen Sprung machen? Das wäre richtig albern. Nein, dann kann er nicht mehr dashen. Ja, der Sprung ist halt stärker, ne? Ja. Haben wir auch gerade aufgepowert. Das ist jetzt unsere Kampfzentrale da oben. Wir sind ein bisschen in die Enge gedrängt. Ein wenig. Toll, er muss auch noch mal schießen. Boom. Voll gut wäre bei den Honig. Ja, tatsächlich. Kommen wir mal einen hellen Schuss an. Hat Peachy nicht auch noch ihren Peachy-Schuss? Nee. Der muss gerade warten. Aber wir können ja mal Verteidigung anmachen, oder? Ja. Zack. So, ein schönes Schild für uns. Und dann gucken wir mal, so, was haben wir denn noch? Ein Sigi und zwei Gookie-Boos, oder? Ja, er hat einen Heldenschuss. Noch ein Cookie-Boo. Wow. Hm. Ist halt unzerstörbar. Ah, wir haben nur noch einen Cookie-Boo und einen. Na dann gehen wir hier ein bisschen an die Front, damit Mario einen Jump machen kann, ne? Ja. So hätte ich das jetzt auch geplant. So, jetzt granaten wir, oder? Na, wir machen erstmal Mario, oder? Ja, okay. Erstmal moven wir Mario. Ja, er kann halt nur auf den Sigi jumpen. Dann tötet er den Sigi jetzt. Ja. Und dann kann Peach ihn gleich verfeuern. Also Mario. Dass wir den auch mal loswerden. Ja. So, dann nehmen wir den mal aus dem Spiel. Bada bang! Und jetzt können wir noch eine kleine, so eine süße kleine Ente werfen. Ja. Ja. Mit Mario halt auch mit. Ja, gekillt. Aber ich meine, Mario, der hat es ja auch verdient, ne? Kriegt halt genauso viel Schaden wie der Gegner und dann machen wir den. Ja, sobald er sich bewegt, ist er raus. Hoffentlich. Scheiße. Er muss sich halt nicht bewegen. Was? Löst halt den Heldenschuss nicht aus, ne? Nee. Er hat halt jetzt drei. Obwohl, Peach kann ihn dashen, oder? Peach kann ihn dashen. Peach kann ihn dashen. Peach kann ihn dashen. Peach kann ihn dashen. Peach. Ja, das war jetzt kein guter Move von dir. Mein Freund. Hätte sich ganz an andere Ende, oder so? Mein Freund. Da wurdest du wohl weggedasht, hä? Schlacht gewonnen. ja, schon wieder in nur. In vier Zügen hätte man das machen können. Schon wieder, ey, das glaube ich irgendwie nicht. Das waren ja 5 Gegner, oder? Das wäre ein bisschen hart, oder? Ja. So, was gibt's denn hier zu finden? Eine Röhre. Juhu. Ach, das ist die Statue, die brauchen wir für diesen komischen Block da hinten. Wow, eine Music Track. Ist ja toll. Ich freue mich fast. Ist das jetzt ein Relikt? Nö, ne? Weiß ich nicht. Wollen wir es ganz zum Ende tragen? Keine Ahnung. Ja, wir können es jetzt entweder darauf stellen oder ganz zum Ende.
Na, wir stellen es jetzt darauf. Ich glaube, das soll darauf. Gut, dass das animiert ist. Und zwar halt so eingreifend animiert ist, ne? Ja. So, jetzt haben wir uns nochmal durchgeheilt und bekommen! Ich sehe Unterwäsche. Super. Super. Super, wirklich toll. Das finde ich. Jetzt sind wir voll. Was ist denn das hier mit den Kanonen? Noch eine Kanone, warum auch nicht? Ey, weißt du, halt einfach alles hintereinander schalten und dann so, oh, guck mal, du hast was entdeckt und du konntest nur dahin gehen. Das ist halt schon albern, ne? Ja. Das ist schon albern. So, da ist das nächste Battle. Da ist das nächste Battle, aber dieses Battle werden wir uns für den nächsten Part aufheben, damit wir dort keine Tarokan des Chemie-Genies ansehen müssen. Bist doch das Chemie-Genie. Ja, das bin ich. Mhm. Ja, das ist aber jetzt mal gegeben, ne? Ja. Ja. So, deswegen würde ich sagen, dieses Battle bestreiten wir beim nächsten Mal. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie sehen uns nächstes Mal wieder bei Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Tschüss. Tschüss.